muten, das werden wir gleich noch besprechen, Sie muten den Menschen tatsächlich an vielen Stellen etwas zu. Auch die Gaspreisbremsen werden ausgesetzt. Es werden die Mehrwertsteuer bei Gastro steigen. Es kommen jetzt eben auch die höheren CO2-Preise dazu. Und das, was man sich natürlich fragt, ist, das alles, um diese Ampel zusammenzuhalten, Frau Lang, wenn Sie das Gefühl haben, dass es eigentlich auch eine andere Lösung gegeben hätte, nämlich dafür zu kämpfen, dass die Notlage noch mal erklärt wird und die Schuldenbremse ausgesetzt ist. Ich glaube, da müssen wir jetzt einmal unterscheiden. Bei der Notlage haben wir ganz konkret über die Ukraine gesprochen und da sagen wir auch weiterhin, wir finanzieren jetzt die Ukraine aus dem Haushalt. Man kann immer noch Ukraine sagen, man kann Verteidigung sagen, man kann Flüchtlinge sagen. Werden wir es auch finanzieren. Das stimmt. Deutschland wird diesen irren Stellvertreterkrieg, der da gerade in der Ukraine läuft, 8 Milliarden Euro am Laufen halten. Also Selenskys korruptes Regime bekommt 8 Milliarden Euro an Waffen, an Geldzahlungen. Es ist komplett irre, was da gerade passiert. Da wird wahrscheinlich noch was draufgelegt werden. Aber um jetzt nochmal auf die Behauptung von Christian Dürr vorhin zurückzukommen. Da hat das DIW eine sehr interessante Tabelle veröffentlicht. Also ich muss gleich dazu sagen, ich mag das DIW vor allem unter Marcel Fratscher absolut nicht. Also Fratscher, der ist immer relativ regierungshörig, aber hier hat das DIW tatsächlich mal eine sehr interessante Berechnung angestellt, die man sich durchaus ansehen kann. Also hier sieht man ganz klar, dass bei den Entlastungen, also den Entlastungen im Jahr 2024 insgesamt bei, warte, was ist das hier, in einem Single-Haushalt, dass bei einem Einkommen von unter 50.000 Euro, bei einem Single jetzt, deutlich höhere Belastungen auftreten. Das heißt, die Mitte und die Armen, die werden deutlich, deutlich mehr belastet durch diese Ampeleinigung. Das Gleiche gilt bei einer Familie mit zwei Kindern und bei Alleinerziehenden mit einem Kind. Da sieht es noch schlimmer aus. Da werden alle Einkommen auch bis 50.000 Euro mehr belastet. Also diese, ja, die Behauptung von Christian Dürr, wir entlasten die Bürger, die stimmt einfach nicht. Man entlastet Besserverdienende ein bisschen, aber die Mehrheit der Bevölkerung, die belastet man mehr durch diese Einigung. Dass ich grundsätzlich für eine Reform der Schuldenbremse streite, ja, das ist so. Das ist eine Lüge. Also die Grünen haben sich nie für, also völliger Schwachsinn. Die Grünen setzen sich nicht für eine Reform der Schuldenbremse ein. Das haben sie kein einziges Mal in der Koalition irgendwie vorgebracht. Und wenn sie eine Reform wollten, ja, dann hätten sie das ja irgendwann mal vorschlagen können. Also völliger Schwachsinn. Aus meiner Sicht, dass ein Zeichen der Generationengerechtigkeit wäre, wenn die Älteren in das investieren, was den Jüngeren Freiheit gibt. Aber am Ende finde ich es auch ein Wert, dass diese Ampel in der Lage ist, sich zu einigen. Denn ich würde es mal umdrehen. Wenn ich jetzt gerade sitzen würde und wir hätten diese Woche keine Einigung gefunden, würden Sie mich wahrscheinlich fragen, Frau Lange, wie kann es denn sein, dass da nie... Dass die Regierung überhaupt einen Haushalt aufgestellt bekommt. Das ist ein Wert an sich. Ja, also... Muss ich echt an den Kopf fassen bei dieser Partei. Niemand mal über seinen Schatten springt. Warum sind Sie nicht mal ein bisschen pragmatisch? Man muss doch in der Lage sein, sich zu einigen. Genau, das lief 4 Wochen lang. In dem Moment, wo man sich geeinigt hat, heißt es, Frau Lang, warum sind da nicht nur grüne Punkte drin? Herr Dürr, warum sind nicht nur FDP-Punkte drin? Ich glaube übrigens, dass wir von diesem, wer ist der Gewinner, wer ist der Verlierer, mal wegkommen. Also kann sein, dass die Mainstream-Medien diese Fragen stellen. Aber die viel zentrale Frage ist, wieso wird unser Land gerade absichtlich gegen die Wand gefahren? Also die Wirtschaft schrumpft gerade und die Regierung, die kürzt die Ausgaben. Also wir können uns ja mal... Wir können uns ja mal den Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe ansehen. Der ist so niedrig wie zuletzt im Jahr 2014 oder mit Ausnahme der Corona-Krise vielleicht. Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe, in der Industrie, also verarbeitendes Gewerbe und Bergbau ist das hier zusammen. Die Produktion ist 15% niedriger als noch im Jahr 2018. Die Produktion in der energieintensiven Industrie ist 20% niedriger als noch vor 2 Jahren. Also unser Land deindustrialisiert sich gerade in wirklich atemberaubendem Tempo. Vor allem die energieintensive Industrie stürzt ab. Wieso kommt es da nicht zu einer massiven Nachfragestimulierung? Wieso sorgt man nicht dafür, dass die Leute mehr Geld in der Tasche haben? Ja, warum wirkt man die Wirtschaft absichtlich ab? Das ist jetzt die Frage. Wir sind ja schon schwer inhaltlich. Landstabilität. Wir sind ja schwer. Also das hat nichts mit Stabilität zu tun. Die Regierung zerstört gerade durch ihre Sparpolitik absichtlich die deutsche Wirtschaft. Also die Landwirte haben sich ja jetzt zum Glück erfolgreich dagegen gewehrt, gegen diese völlig irre Politik. Aber wenn es da nicht mal Massenproteste, einen Generalstreik, was weiß ich, irgendwie deutlichen Widerstand gibt oder bei Europawahl mal ein Wahlergebnis, was diese verrückte Ampelkoalition mal aufweckt, solange es das nicht gibt,
solange wird diese Politik weitergehen. Also unser Land wird gerade absichtlich deindustrialisiert, unsere Wirtschaft wird absichtlich zerstört. Inhaltlich und Und fragen. das nennen die Grünen Stabilität. Also da muss man, das muss man sich mal überlegen, in was für einer irren Situation wir uns gerade befinden. Auf wessen Kosten findet diese Einigung jetzt statt? Hermann Josef Tenhagen ist bei uns, Chefredakteur von Finanztest. Herr Tenhagen Tipp, ist. Finanztipp, bitte. Tipp! Ganz korrekt. Wir testen nicht den Finanztipp, sondern wir haben den Chef von Finanztipp hier. Herr Tenhagen, Sie sind, helfen uns bei der Beantwortung der Frage, ob auf ein Vertrag zulasten Dritter geschlossen wurde? Also, das, so hat es Herr Lindemann formuliert von der CDU. Das müssen Sie jetzt nicht im Munde so führen. Das ist ja noch eine freundliche Formulierung. Der Bürger wird ausbaden, was die Ampel vorher verschlampert hatte? Naja, also die Frage ist einfach, der Bürger muss mehr bezahlen. So. Punkt. Ist das verschlampert worden? Ich würde sagen, da ist so ein dreifaches Unentschieden rausgekommen. Nichts ist richtig vorangegangen. Mhm. Aber am Schluss muss es irgendwie bezahlt werden. Und dann hat man unterschiedliche Wege gesucht, um es zu bezahlen. Und das, was diese Woche verabschiedet worden ist, ist für die Bürgerinnen und Bürger gar nicht der große Punkt. Der große Punkt ist tatsächlich das Gesamtbild. Da wird, im Augenblick sind die Energiepreise noch hoch. Da wird die Energiepreisbremsen werden zum Jahresende abgeschafft. Das ist bei Gaskunden ein richtiges Problem, bei Leuten mit Fernwärme womöglich ein noch größeres Problem, da sind die Preise im Augenblick. Ja, das muss man sich mal überlegen. Also die Regierung beginnt einen Wirtschaftskrieg gegen Russland, gegen unseren wichtigsten Rohstofflieferanten und anschließend dämpft sie nicht mal diesen Preisschock auch nur minimal ab. Also dass man diese Bremsen jetzt auslaufen lässt, das ist zum einen natürlich diesem völlig gegen die Wand fahrenden Plan zu verdanken, die Schuldenbremse einhalten zu wollen. Also das hat mit wirtschaftlichem Sachverstand nichts mehr zu tun. Zum anderen dafür, dass man den Bürgern jetzt die Rechnung für die eigene verfehlte Politik präsentieren will. Ich meine, man könnte ja auch beispielsweise den Wirtschaftskrieg gegen Russland beenden und wieder billiges Gas importieren. Dann bräuchte man auch keine Preisbremsen. Im Durchschnitt doppelt so hoch wie das, was die Preisbremse sagt. Dann kommt die Frage der Mehrwertsteuererhöhung beim Gas und dann kommen die CO2-Abgaben dazu. Und all das zusammen macht dann eine teure Rechnung. Wenn man jetzt nur die Entscheidung dieser Woche nimmt, dann kostet das 15 € oder 20 € mehr für den Sprit im Jahr, das kostet 20 € mehr fürs Heizöl oder 30. Rechnen wir nachher noch mal Aber vor, kann man noch mal vorrechnen. Na, was das dann auch für eine einzelne Familie bedeutet. Bei uns ist der ehemalige Kanzleramtsminister, so haben wir ihn noch in Erinnerung, lange ist er tatsächlich das mittlerweile nicht mehr und leitet jetzt den Haushaltsausschuss, Herr Braun. Das tun Sie mit ganzer Kraft und waren nicht nur in diesen letzten 4 Wochen natürlich bei allem mit dabei, sondern können jetzt auch mal ganz formal sagen, steht denn jetzt dieser Haushalt in Ihren Augen oder ist da noch irgendwas nicht ordentlich, um ihn zu verabschieden? Also da sind noch sehr, sehr viele Probleme. Wir kennen ja bisher sozusagen nur eine mündliche politische Einigung. Wir kennen noch nicht irgendwie mal eine konkrete Aufschlüsselung. Zum Beispiel die Deutsche Bahn soll Privatisierungserlöse erhalten. Was? Epe, Beleidigungen im Chat werden gelöscht. Also ist nun mal so. Welches Tafelsilber wollen wir denn jetzt verkaufen? Ist das sinnvoll, das jetzt zu verkaufen? Kennt ja jeder, wenn man in der Not etwas verkauft, dann verkauft man es vielleicht nicht zum besten Preis. Da sind noch sehr viele Probleme, vor denen wir stehen. Und dazu kommt, dass auch manche Buchungen gar nicht nachvollziehbar sind. Plötzlich sollen nächstes Jahr mehr Menschen in Arbeit gebracht werden, als das bisher der Fall war. Dem steht aber gar keine Maßnahme gegenüber bei der Einsparung im Bürgergeld. Und insofern. Sprich, es sind Fantasiezahlen. Es sind Fantasiezahlen. Glaube ich, wenn man sich anschaut. Die Arbeitslosigkeit steigt in Deutschland seit etwa 2 Jahren mittlerweile schon. Also seit Anfang 2020 steigt die Arbeitslosigkeit. Da sind ein paar Buchungstricks verbunden eben mit Belastungen der Bürger. Aber dass die Ampel bei sich selber irgendwo mal gespart hätte, weniger Personal in den Ministerien oder so auch schon mal, um da ein Zeichen zu setzen, da sehe ich gar nichts. Also ihr seht, auch die CDU ist keine Alternative. Die CDU will noch mehr Geld sparen. Die CDU will der Wirtschaft noch mehr Nachfrage entziehen. Die CDU will unser Land noch schneller deindustrialisieren. Also was Braun hier gesagt hat, das ist genauso irre wie das, was die Regierung gerade anstellt. Also wenn wir auf die CDU gehört hätten, das ist auch sehr interessant, auf so Leute wie Norbert Röttgen beispielsweise, dann hätten wir noch einen schärferen Wirtschaftskrieg gegen Russland geführt, dann hätten wir schon im Frühjahr 2022 beispielsweise kein Gas mehr aus Russland bezogen. Dann hätten wir im letzten Winter vielleicht tatsächlich eine Gasmangellage gehabt. Also wenn wir auf Leute aus der CDU gehört hätten. Also hier zeigt sich auch wieder, dass die CDU keine Alternative ist. Und das zeigt sich in dieser gesamten Talkshow eigentlich auch nur. Uns wird
Uns wird bewiesen, dass die Altparteien alle nur dasselbe Programm vertreten, von SPD über FDP bis zu Grünen und CDU, wollen alle eigentlich das Gleiche und keiner spricht die eigentlich zentralen Probleme aus unserem Land an. Und ich glaube, deswegen haben die hier auch keinen Vertreter von BSW, von der AfD, von Freien Wählern, von was weiß ich, irgendeiner anderen Partei mal eingeladen, sondern nur Vertreter der Altparteien. Die Altparteien sind hier unter sich und sie können uns hier eigentlich aufzeigen, dass keiner eine Alternative hat. Die Kollegen Ihrer Fraktion noch mal klagen, Herr Braun, also darum ging es ja auch recht lange und recht ausführlich, dass vermieden werden will und soll, dass dieser Haushalt noch mal nicht verfassungsfest ist, also rechtlich nicht hinreichend klar ist. Sehen Sie eine solche Gefahr? Wenn wir darüber reden, dass wir Kürzungen und Mehrausgaben an unterschiedlichen Stellen im Haushalt haben, das wäre kein Klagegrund. Wenn aber die Schuldenbremse noch mal in der Notlagenerklärung ausgesetzt werden würde für Dinge, die schon zurückliegen, die schon bekannt sind oder die der Höhe nach dafür ungeeignet sind, muss man klar sagen, die Union steht nicht dafür zur Verfügung, dass man, egal um welchen guten Zweck zu erreichen, gegen das Grundgesetz verstößt. Und jetzt wird immer gesagt, die Ampel hat sich entschieden, die Schuldenbremse einzuhalten. Wir haben eigentlich gerade zwei Themen, wo immer angedeutet wird mit neuen Begriffen, dass man möglicherweise die Schuldenbremse aussetzt. Ganz konkret schon eben, was die Lösung des Ahrtals angeht. Dazu kann ich nur sagen, dass wir das machen, steht außer Frage. Flutopfer werden wir auch noch mal erklären. Dass wir das machen ist klar, aber dass wir wegen 2,6 Milliarden bei einer jährlichen Verschuldungsmöglichkeit von 14 eine Notlage ausrufen, halte ich für völlig absurd. So, aber formal hat natürlich Christian Lindner jetzt erstmal zu verbuchen oder kann verbuchen, dass diese Schuldenbremse eingehalten wird. Deutschland befindet sich in einer Notlage. Und das, weil die Ampel eben eine Sparpolitik betreibt. Weil die Ampel die Nachfrage in Deutschland noch weiter abwirkt. Also schauen wir uns doch mal beispielsweise den Wohnungsbau an. Der Produktionsindex dort hat sich ja noch gar nicht so schlecht entwickelt. Der ist die letzten 2 Jahre ungefähr konstant geblieben, wenn man sich das hier anschaut. Aber der Auftragseingang, also das, was uns bald bevorsteht, der ist mittlerweile wieder in der Nähe der Niveaus von 2015, 2016. Also hier, damals befand er sich bei ungefähr 100 und jetzt befindet er sich bei 110. Also ungefähr 10-20% unter dem Auftragseingang der letzten Jahre. Das heißt, auch der Wohnungsbau, der wird weiter abstürzen. Und wir sehen, dass die Baugenehmigung, das ist ja das gesamte Bauhauptgewerbe, das ist nicht nur der Wohnungsbau, aber der Wohnungsbau, der befindet sich durchgängig im freien Fall. Das Bauhauptgewerbe, diesen Peak, den ihr hier kurz in den letzten Monaten gesehen habt, der sich gerade auch wieder abbaut, der ist durch einige Großaufträge im Tiefbau unter anderem zustande gekommen. Der Wohnungsbau, der ist stabil abgestürzt in der ganzen Zeit. Was soll man dazu sagen? Wir befinden uns in einer schweren Wirtschaftskrise und viele Indikatoren zeigen nach unten. Dieser Einbruch im Auftragseingang beim Wohnungsbau, den hat übrigens die EZB durch ihre Zinserhöhung ausgelöst. Das wurde von Leuten wie Christian Lindner unterstützt, von Leuten wie Lars Feld. Die haben das monatelang gefordert, dass die EZB immer weiter die Zinsen erhöht. Und der SPD-Politiker Joachim Nagel, der unser Bundesbankpräsident ist, der hat das sogar mit beschlossen. Das heißt, die gesamte Bundesregierung steht hinter diesem wirtschaftlichen Selbstzerstörungskurs, den die EZB gerade führt. Und die Bundesregierung fährt ja durch ihre Sparpolitik genauso einen Selbstzerstörungskurs.